Wasser. So sieht das Ding aus. So, Kopfdecker haben wir eingebaut. Bei einem 325 Cabrio. Und jetzt wollen wir mal eine Probefahrt machen, ne? Ich bin auch mal gespannt. Bei 192 ist ja original. Und jetzt schauen wir mal, wie viel PS der jetzt, aber was heißt, wie viel PS, wie der drückt. Weil davor, diese 192 waren ja nicht so berauschend, ne? Bist du schon mal mit dem Kompressor mitgefahren? Nein. Wird mal Zeit hier. Hörst du das? Ja. Das ist beim Kompressor schon geil, wenn man echt so ein bisschen Gas gibt und den Kompressor hört, das ist ein Jet, der gerade so abheben möchte. So, zweite Gang, wir sind so bei 30. Das ist schon geil. Beschleunigen wir vom ersten Mal. Fandest du's? Oh, der hat auf jeden Fall Power. Man merkt das. Man merkt das? Ja. Ich weiß nicht, dass ich zu verwöhnt bin. Also ich habe irgendwie das Gefühl, der verschluckt sich so ein bisschen. Als würde der Luftmassenmesser nicht richtig arbeiten hier. Ja, also ich habe schon das Gefühl, der kommt untenrum nicht gut und dann kommt der gut. Müsste man den mal genauer mal anschauen. Wieder auf einmal kommt. Ja. Ja, also ich sag dir, wir hatten das Problem schon vorher gehabt, dass der untenrum nicht gut kommt und dann später gut kommt. Und das hat er jetzt mit dem Kompressor genau das gleiche Effekt. Kompressor auch, kommt erstmal nicht gut und dann auf einmal boom. Aber wenn der Kompressor dann kommt, war richtig. Ja, also das macht Bock. Hallo! Hi! Du bist ja wieder back. Ja, ich glaube, du vermisst mich, oder? Ey, kannst ja jederzeit mein Auto wieder mitnehmen, ne? Seit ich gehört habe, wie hoch der Schaden ist, ja, und was ich bekomme von der Versicherung. Ja. Wie geht's dir? Gut? Brauchst du einen Tee oder so? Brauchst du eine Massage? Ey, guck mal. Brauchst du irgendwas? Aber du weißt, du wirst bestimmt höher gestuft, ne? Nee, ich habe einen Bums frei. Ja, echt? Bist du sicher? Nein, will ich nicht. Ja, guck, was ist, wenn es nicht so ist? Du hast keine Massage mehr. Was darf ich jetzt das Auto mitnehmen oder nicht? Aha. Kannst du jederzeit mein Auto wieder mitnehmen. Oh, hört sich gut an. Ja? Gehe ich gleich mal heute zum Massage am besten. Ja. So, Leute, Kompressor eingebaut. Wir haben den jetzt gerade gefahren. Mit Ibo habe ich den gefahren. Und funktioniert? Funktioniert, aber du kannst es gar nicht vergleichen mit dem Kompakt. Null. Ja. Er hat ja ein Problem untenrum. Man merkt, dass er die ersten, ich sag mal, 3.500 pennt. Und danach kommt er. Hm. Das ist Wahnsinn. Es kann natürlich ein paar Ursachen sein, wie zum Beispiel Warnus, viele haben auch geschrieben, dieser kann auch sein, kann auch Luftmassenmesser sein. Ich weiß es nicht, Leute. Da können viele Ursachen sein, was ich aber nicht mehr suchen werde. Sonst machen wir nichts. Wir machen keinen TÜV mehr drauf. Die Eintragung sowieso nicht, das macht Infineer selber. Bis hierhin. Es sind so ein paar Sachen am Auto, was mich persönlich stört und wo ich dann halt nicht das Ganze nicht weitermachen werde. Ich kann euch so viel sagen, ich habe das Ganze aufgenommen. Falls irgendwann einer sagt, ey, Yunus, hast du das gemacht? Nein, das war schon. Bei dir sah das alles einfach aus. Ja, bei mir sieht es immer einfach aus, sagen die immer. Es ist schwer, warum ist es schwer? Die Einbauanleitung. Es ist einfach veraltet. Das wurde bearbeitet, weißt du, was jetzt bearbeitet wurde bei dir? Was denn? Es ist jetzt einfach ein Zettel gekommen, Aidosch. Mhm. Das muss ich dir zeigen, weil das glaubst du mir nicht. Das wirst du sagen, Wahnsinn. Was sie einfach am besten beschildert haben, ist die Software. Die Software haben die gut gemacht, das sieht man auch, dass die IT-Leute da gearbeitet haben. Weil allein für die Software haben wir, glaube ich, 20 Seiten. Wow. Und hier steht nur das.
Lies mal bitte. Montageanleitung Kompressor-Kit M54 SK Plus Kraftstoffsystem. Erstens, Einspritzdüsen gemäß Herstellervorgaben tauschen. Warum habt ihr nicht noch einen Zettel, wo ihr hinschreibt, Kompressor-Kit nach Herstellerangaben tauschen? Spart ihr euch doch die 500 Zettel, die ihr habt. Ihr müsst euch vorstellen, viele Leute, die kaufen diesen Set, wie? Die sparen vielleicht jahrelang. Ja, ist ja auch nicht billig. Ist ne? ja nicht also billig. Natürlich ne? Und sparen. Das Schlimme ist, die sparen jahrelang und dann wird es immer teurer. Ne? Wir hatten ja hier schon mal fast 100% wurde es ja teurer. Ne? Ist jetzt so viel? Ja, ich habe hier 2.500 Euro damals bezahlt. Stimmt. Jetzt kostet das 4.200. Es sind 2 Jahre Wahnsinn, vergangen. Wahnsinn. Und wenn jetzt jahrelang einer spart und sagt, ich will unbedingt diesen Kit haben. Ne? Ich habe endlich 4.000 Euro zusammen und dann kostet es nach 2 Jahren 8.000. Sag ich mal, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja jedem selbst überlassen. Ist mir auch egal. Ja. Es geht nur darum, bitte zeigt doch denjenigen, wie man Einspritzdüsen einbaut. Er spart ja so viel Geld, er hat dann vielleicht später kein Geld für Leute, die das einbauen. Und die nehmen dann halt 800 Euro dafür. Will er nicht, er will es selber einbauen, weil er will diese Glücksgefühle haben. Und dann steht da, Herstellerangaben wechseln, dann steht er da. Also man kann sich das nicht so im Internet. Ja, klar kriegt man das im Internet. Aber kann ja auch viel erzählt werden, nein. Was Blödsinn ist vielleicht dann. Es muss ja alles aus einer Hand kommen. Darum geht es ja. Ja, es muss weiß. Aus einer Hand kommen. Es muss beschildert werden, wie zum Beispiel die Düsen gerade richten. Düsen abbauen, Düsen leicht schmieren. Die Düsen beim Festmachen nicht mehr bewegen, weil sonst macht man die Dichtungen so kaputt. Das sollte man doch hier einfach mal beschildern. Es kann ja nicht sein, dass die IT-Leute da 20 Seiten für dieses Programm machen. IT-Leute machen es immer am besten. Ja, ist so. Aber für das Kompressor-Kit, für die Einbauanleitung, ist katastrophal. Nicht im neuesten Stand. Weil das Problem ist, viele Sachen werden einfach nur angekratzt, nicht richtig erklärt. Und wenn ein Laie hier dran ist, der echt vielleicht zweimal im Jahr schraubt und dazu einen Ölwechsel, Reifenwechsel oder Bremsen gehört, hat hier Probleme. Also man müsste eine Einbauanleitung machen, die wirklich auch für einen 0815-Mann, der eigentlich nicht schraubt. Genau. So, und jetzt mein größter Kritikpunkt ist auch zu dieser Anbauanleitung. So, Leute, das Schwerste bei diesem ist ja diese 3 Schrauben, wo ihr diesen Kompressor festmacht. Das ist das Schwerste. Das erste Mal hier den richtig reindrücken, die Servoleitung stört, das stört, die stört. Das ist sehr schwer, das Ganze zu machen. Jetzt haben wir aber ein Problem, dass wir hier diesen Flansch haben. Aldosch, du kennst die Geschichte noch, hier mit diesem Flansch, ne? Mama, Hand weg. Du musst ja am Kompressor hinten erstmal diesen Flansch anbauen und danach kommt die Drosselklappe drauf. Ja. Ne? Da frage ich mich, warum kann man das nicht kennzeichnen? Einfach kennzeichnen und sagen, das baut ihr da hoch ein. Das heißt, hier eine Kerbe am Kompressor machen, an diesem Flansch eine Kerbe machen. So, dass man sagen kann, so rum einbauen. Und anhand Bilder, wo man das auch sieht, bitte so, ne? Dass man das wirklich genauestens präsentiert. Das kann man nicht sehen. Ich habe genau das Gleiche da gemacht und ich hatte Probleme gehabt, die Drosselklappe hat nicht gestimmt. Weil auf diesen Bildern, wie die Drosselklappe da steht, ist falsch. Und das hatte ich schon vorher einmal gehabt, weißt du noch? Ich weiß es noch. Wir haben das nicht draufgekriegt. Da haben wir gesagt, hey, was stimmt denn hier warum nicht? Warum passt das nicht? Ja. Genau, da musste ich das immer wieder ausbauen, immer wieder einbauen. Und dann dachte ich, ey, was geht denn hier ab? Ja. Was mache ich falsch? Aber das finde ich echt schlimm. So, die Drosselklappe, eine Schraube, passt nicht richtig drauf. Die Löcher sind nicht gut. Das würde ich nochmal bearbeiten, dass ihr diesen Flansch einfach mal perfekt hinmacht und einfach markiert, am Kompressor markiert. Wenn ihr das Ganze nicht maschinell machen könnt, dann baut es ganz kurz aus, dann macht ein Edding rein, dann sagt ihr, so müsst ihr das einbauen. Dann weiß doch jeder Bescheid, das ist doch keine Arbeit. Sie müssen eigentlich denken, wie Laien denken würden. So nicht ist wie es. Jemand, der so ist es. Schraubt. Ist so. Ne? Ich wusste das ja ganz genau, deswegen habe ich die Dichtung auch nicht sofort reingemacht, weil ich die Dichtung damals kaputt gemacht habe, Aldosch. Ja. Ne? Bei meinem Kompressor. Ja. So eine Dichtung zurechtbasteln. Ja. Also Jungs, überarbeitet eure Einbauanleitung. Ja, ja, das ist das, was ich und meine. Das ist gute Kritik. Das kann man froh sein, wenn man solches Feedback gibt. Aber das wieso passt dann diese eine Bohrung nicht? Ich weiß es nicht, ich habe es auch nicht gemacht. Kann doch nicht sein. Es sind ja 2 Sachen. Einmal die Bohrung passt nicht richtig und das Problem ist, die Drosselklappe passt nicht richtig drauf. Das heißt, dieses Plastik stört, obwohl wir hier abgesägt haben. Habe ich probiert, ging auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Ich finde, dieser Kompressor-Kit, der ist gerade am Schlafen. Das habe ich euch schon damals gesagt, weil das Ding
fährt jetzt, glaube ich, 0,4, 0,5 bar. Das ist nichts für den. Meine hat 1,7 bar. Und ich bin noch sicher, dass man noch viel mehr machen kann. Bestimmt. Es ist der schönste Kit, den man für BMW einbauen kann. Guck dir den Motorraum komplett an. Es sieht verdammt original aus. Stellt mal vor, ihr macht das hier schwarz, das hier schwarz, das hier schwarz. Ey, das wird so geil aussehen. Das passt einfach da rein in diese Ecke. Es sieht einfach schön aus, das stimmt. Ja, also die könnten das mal ganz komplett schwarz anbieten. Das wird einfach nur geil aussehen. Aber das machen die bestimmt, wenn einer sagt, weißt du was, ich will hier die Rohre in der Farbe Pulver lackiert oder sowas. Ihr kauft euch so ein Kit, ihr baut es über Nacht ein. Ihr braucht einen Tag dafür, einen Leih, vielleicht zwei Tage. In Ruhe, ihr macht die Software drauf, ihr habt ein ganz anderes Auto. Das könnt ihr niemals so schnell machen wie bei diesem Kit. Wenn einer da draußen sagt, ich möchte unbedingt Leistung, dann würde ich euch empfehlen, guckt von GP Power, die Rotrex Kompressoren heißen die, weil das ist einfach Wahnsinn. Weil die haben mit Ladeluftkühler, ich glaube sogar, dass die preislich genau gleich liegen. Kann sein, dass Rotrex Kompressoren, ich glaube 1000, 2000 mehr kosten. Aber ihr habt deutlich viel mehr Leistung. Hier, jetzt gefühlt, mein Popometer sagt mir, wir haben zwischen 230 und 250 PS. Mehr nicht. Okay. Wir werden ja nichts mehr machen. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr wissen, wie viel PS hat er am Ende. Wie wird die Eintragung sein? Sorry. Eidosch, wir arbeiten hier. Was ist los? Wie viel PS hat er am Ende? Wie wird die Eintragung aussehen? Was war der Fehler? Wenn ihr das unbedingt sehen wollt, Leute, hier könnt ihr das Ganze abchecken. Der wird bestimmt ein paar Sachen hochladen. Geiles Ding, da wird Burhan auf jeden Fall Spaß haben. Gut, das war's.